Ohne Maske in Bus und Bahn, das kostet nicht nur richtig. Die Deutsche Bahn greift jetzt zum letzten Mittel. Wer wiederholt ohne Mund-Nasen-Bedeckung in Zügen erwischt wird, kann mit einem dauerhaften Zugverbot bestraft werden. Es gab nämlich allein zwischen Mitte September und Anfang Dezember 200.000 Maskenverweigerer in Zügen und Bahnhöfen. Wenn man dann sich einfach nicht an die Beförderungsbedingungen und schon gar nicht an die aktuellen Corona-Maßnahmen halten will, dann ist es einfach sinnvoll, da auch mal hart durchzugreifen, denn sonst bringt das im Endeffekt alles nichts. Immer wieder werden auch Bahnmitarbeiter von Maskenverweigerern bedroht und die Bundespolizei muss eingreifen. Für die Einsatzkräfte ist das nicht ungefährlich. 65 Mitarbeiter wurden seit dem Frühjahr allein in 15 Großstädten angegriffen, angespuckt und beleidigt. Deutschlandweit gibt es bereits hunderte Strafanzeigen. In der U-Bahn in München habe ich das schon öfters erlebt und dann auch so weit gegangen, dass eine Gruppe dann eine Person quasi hinaus befördert hat aus dem Waggon. Ich habe es schon erlebt, dass hier richtig beschimpft wurden. In der S-Bahn oder also in Nahverkehrsmitteln ist das schon oft so, dass da ein paar Leute das eben nicht ernst nehmen. Immerhin, die große Mehrheit der Deutschen hält sich an die Maskenpflicht. Und vielleicht zeigt ja tatsächlich die Drohung der Deutschen Bahn bei einigen Maskenmuffeln Wirkung. Nach dem Motto, lieber Maske auf, statt zu blechen und auch noch dauerhaft zu Fuß zu gehen.